Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Railroads Online. Das ist aber ein recht kurzes Video und ein kleines Update. Beware! Denn es ist das Update, also für die Beta, muss man dazu sagen, 22.11.03 rausgekommen, wo es angeblich ein paar FPS-Verbesserungen gibt, ein paar Bugfixes, aber das Update hat sehr viel mehr kaputt gemacht, als dass es verbessert hat. Und ich rate euch nicht, den letzten Patch zu installieren, also 22.11.03. Warum ist das so? Unter anderem könnt ihr jetzt nicht mehr sauber über Brücken fahren, zumindest nicht mit Wagen, denn aus welchen Gründen auch immer hat vermutlich die Hitboxen von diversen Sachen zerschossen und wenn man jetzt hier mit Güterwagen hier drauf fährt, dann entgleisen die, fangen an zu driften, hier mit dem Drehgestell. Das werde ich euch mal ganz kurz demonstrieren. Ihr seht's, hier ist noch alles heile, hier auf dem Damm, und sobald wir hier auf die Brücke fahren, müsst ihr mal ganz kurz auf das Drehgestell achten, was damit passiert. Das mache ich jetzt schön langsam. Seht ihr das? Wir fangen an zu driften. Und das macht auch das andere Drehgestell. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, was passiert, wenn man sie ein bisschen schneller drüber fährt und dann ein paar mehr Wagen drauf hat. Was die Wagen dann vermutlich machen werden. Ja? Das ist Problem Nummer 1. Das zweite Problem ist, dass ich teilweise hier durch die Wagen durchfliege. Und was mir vor allem passiert ist, das ist hier mit den Steinwellen hier. Wenn ich da mal zu blöd laufe oder zu schnell, vor allem wenn ich hier mit einem Speedmod unterwegs bin, dann fliege ich durch und durch die Erde. Kann ich jetzt schlecht demonstrieren, weil das passiert nur sporadisch. Des Weiteren gehen teilweise die Weichen nicht mehr, lassen sich auch nicht mehr umlegen. Zu dem bin ich jetzt noch gar nicht gekommen, weil ich eigentlich hier, ja, dabei war, hier die Brücke schöner zu bauen. Dass ich doch eine Holzbrücke draus mache, was übrigens nicht funktioniert hat. Ich habe wirklich alles versucht, hier alles mit Fundamenten dicht zu machen. Aber vermutlich geht das jetzt ebenfalls wegen diesem Hitbox-Updates nicht mehr. Ich habe es nicht hingekriegt, da zu cheaten. Das wäre eigentlich mein Ding gewesen. Aber ein absoluter No-Brainer ist jetzt vor allem, dass jetzt hier die Wagen entgleisen. Von daher, plus das neueste Update 22.11.03 nicht installieren, bis das wieder gefixt worden ist. Schade, wird wohl nichts aus dem Livestream heute. Bis denn dann und gute Fahrt. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.